الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المحرم المحرم ist der erste islamische Monat des Mondkalenders. Und in dieser Zeit sind wichtige Ereignisse geschehen. Vor dem Islam, aber auch mit dem Islam. Muharram, so wie der Name es auch verrät, gehört zu den Zeiten, zu den Monaten, wo eigentlich Enthaltsamkeit, Respekt und Ehrerweisung geboten ist und und in dieser Zeit sollten eigentlich Auseinandersetzungen vermieden werden. Das ist sehr, sehr wichtig. In der Geschichte passierte da einiges. Nach islamischen Quellen war es der Tag, an dem Moses mit seiner Gefolgschaft vor Pharao gerettet worden ist. Also die Exodus, der Anfang der Exodus-Geschichte. So auch die Noah-Geschichte, auch da spielt dieser Tag eine gewisse Rolle. Und zwar Noah mit seiner Gefolgschaft sind an diesem Tag vor der Sintflut errettet worden. Das heißt, vor dem Islam, auch vor dem Islam, sind es wichtige Ereignisse gewesen, die eine Feierlichkeit bedarf, und Muslime haben diesen Tag mit Fasten verbracht und daran gedacht und das in Erinnerung gehalten. Unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zufolge ist genau dieser Tag, besser gesagt dieser Monat, wird als der Monat Gottes verstanden. Daran kann man auch nochmals die Bedeutung, die Wichtigkeit erkennen. Aus Quellen entnehmen wir wieder auch, dass diese Zeit nach dem Fastenzeit, also Fastenmonat Ramadan, die wichtigste Fastenzeit im Islam ist. Jedoch gab es eine Wende in der Geschichte, aber keine so schöne Wende. Und zwar am 10. Muharram 61, nach unserer Zeitrechnung wäre das der 10. November 680, da passierte etwas sehr Schlimmes in der Geschichte. Und zwar wurde der Enkelsohn Hussein, unseres Propheten, und seine Familienmitglieder wurden in Karbala ermordet, abgeschlachtet. Ich sage nicht getötet, sie wurden regelrecht abgeschlachtet. Und Kinder waren dabei. Sie wurden nicht verschont. Diese Gräueltaten, die gehen eigentlich auf den Kalifen Yazid zurück. Meines Erachtens einer der ersten Urväter des politischen Islams. Also so wurde dieser Tag vielleicht noch ein Stück wichtiger. Getrübt, aber eine ganz andere und bedeutende Wende, in dem es die Zeit des Trauers geworden ist und weiterhin gefastet werden sollte. Deswegen möchte ich eigentlich Muslime nochmal daran erinnern, einfach diesen Trauer mitzufühlen, mitzuerleben und an Hussein zu denken, an die Familie zu denken, an die Kinder zu denken. Sich klar zu machen, was eigentlich da passiert ist. Für sie zu beten, für sie die Barmherzigkeit Gottes zu wünschen. Auch ich möchte hier die Barmherzigkeit Allahs für Hussein und für seinen Nachkommen wünschen. Gott darum bitten. Und ich bitte Gott um Gerechtigkeit für Yazid, seine Taten und Menschen, die wie Yazid auch heute agieren. Ich möchte eigentlich mit den Worten unseres Propheten abschließen. Eine von Sayyid al-Khudri überlieferte Hadith besagt, dass am 10. Muharram gefastet werden soll. An diesem Tag ist zu fasten, denn durch dieses Fasten werden die Sünden in dem vergangenen Jahr verziehen. Also denkt an diese Zeit und denkt an unsere Opfer.